Ja, richtig gelesen. Miles und Moore und ich gehen getrennte Wege. Heute hole ich sie wieder in Lemmer ab. Die letzte Fahrt der Miles and Moore. Wir sind jetzt im Johann-Friso-Kanal und fahren Richtung Stavoren. Ein letztes Mal das Heger Meer durchqueren. Bei null Wind. Aber wir haben ja sowieso keinen Mast, können sowieso keine Segel setzen. Ein Blick von Stavoren auf das Eiselmeer. Morgen übergeben wir die Miles and Moore an den neuen Eigner. Den Abend heute nutze ich noch für ein paar Abschiedsfotos aus Stavoren. 12 schöne Jahre haben wir zusammen verbracht. Nie hat sie uns im Stich gelassen. Der Motor hat zwar ein, zweimal gemuckt, aber das war keine große Sache und schnell behoben. Aber sie wurde auch von uns gepflegt. Der Putz- und Polierlappen war nie weit weg und immer zur Hand. Ich werde oft gefragt, warum? Wir waren doch ein gutes Team. In den letzten 2 Jahren habe ich gemerkt, dass mir die Verantwortung für das Schiff zu groß wurde. Auch meine Knie machten sich immer mehr bemerkbar, wenn es mehrmals am Tag den Niedergang rauf und runter ging. Ich merkte dann schon mal eine leichte Unsicherheit beim Gang nach vorne zum Bug. Auch kamen immer mehr Wünsche auf, anderes zu sehen. So reifte in mir nach und nach auch der Wunsch, mich von der Miles and Moore zu trennen. Als ich dann den Schlüssel an den neuen Eigner übergebe, habe ich doch einen dicken, dicken Kloß im Hals. So, ein letztes Foto von der Miles and Moore mit dem neuen Eigner Falk. Wir wünschen ihm immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und vor allen Dingen sehr viel, viel Spaß damit. Ein letzter Blick auf die Kibbelingbude. Und der letzte holländische Appeljebak in Lemmer. Und jetzt? Wünsche und Ziele haben wir genug. Mit dem Zug African Explorer von Südafrika nach Namibia fahren. Die Algarve an Portugals Küste haben wir auch noch nicht gesehen. Mit den Hurtigruten im Winter in den hohen Norden. Selbst auf Frankreichs Kanäle skippern. Die Starflyer oder Starclipper locken für einen Turn zu den Liparischen Inseln. Den St. Lorenz-Strom im Indian Summer befahren oder Südamerika und rund um Kap Horn sind schon lange auf meiner Liste. Aber auch im heimischen Deutschland gibt es schöne Ziele, wie zum Beispiel den Rhein-Main-Donau-Kanal befahren und sich verwöhnen lassen. Zwischen diesen Reisen gibt es sicher noch Zeit, den ein oder anderen Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Oder zwischendurch Fotomotive im eigenen Garten suchen. Ihr seht, das Wasser spielt auch weiterhin eine tragende Rolle bei mir.
ob wir das alles noch erreichen, bis unser Verfallsdatum erreicht ist.